Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video gibt es endlich meine persönliche Top 5 aller Heavy Clays. Und das ist ein Video, was bestimmt schon 2 Monate jetzt in Vorbereitung ist, denn ich habe in den letzten Wochen fleißig Clays bestellt und für euch getestet. Und der Grund, warum es so lange gedauert hat, meine Lieben, ist, dass es unfassbar schwierig ist, ein ordentliches Heavy Clay zu finden. Inzwischen habe ich aber eine Auswahl aus 5 verschiedenen Produkten für euch zusammengestellt, hinter der ich wirklich hinterstehe. Ich finde, das sind klasse Produkte und deshalb freue ich mich sehr darauf, die euch heute präsentieren zu können. Zunächst mal, wie bei dem Mattpasten-Video, auch jetzt die Frage erstmal, was ist eigentlich ein Heavy Clay und was unterscheidet es zu leichten Clays? Falls du Einsteiger in die Thematik bist und noch nie etwas von einem Clay gehört hast, ist hier kurz die Definition von einem Clay. Ein Clay ist, wie der Name schon sagt, ein Produkt, das Tonerde enthält. Und das kann alles unter dem blauen Himmel sein. Und bei der Klassifizierung leichtes oder schweres Clay kommt es für mich persönlich deshalb am ehesten darauf an, mit welcher anderen Produktkategorie sich das Clay letzten Endes am ehesten vergleichen lässt. Das heißt, leichte Clays funktionieren eher wie ein Haarwachs oder wie eine Paste und schwere Clays funktionieren tendenziell eher wie eine schwere fettbasierte Pomade. Deshalb kommt es für mich persönlich bei der Klassifizierung vor allen Dingen auf 3 Punkte an. Erstens die Konsistenz von dem Produkt, die sollte schon sehr ähnlich sein wie eine fettbasierte Pomade, also relativ schwer aufzuwärmen und relativ dicht. Das heißt, du solltest in den Haaren spüren, dass du ein Produkt drin hast und es sollte nicht einfach nur so ein bisschen kleben wie bei einem Haarwachs, sondern da sollte schon was dahinter stecken. Dann zweitens die Art der Textur, also wie die Haare letzten Endes aussehen. Einfach dieses typische, fast Wet-Look-artige Finish, was du auch gerade bei meiner Frisur sehen kannst. Und zu guter Letzt noch ein hoher Haltfaktor. Das heißt, die Frisur sollte möglichst lange in der Form bleiben, wie du sie morgens gestylt hast. Platz Nummer 5 auf meiner Liste gehört dem wohl beliebtesten Heavy Clay aller Zeiten und dem absoluten Bestseller mit über 1 Million verkauften Einheiten weltweit, nämlich Hans de Fuco Claymation. Dieses Produkt habe ich nicht mehr in meinem Besitz, auch wenn ich inzwischen 3 Dosen davon komplett aufgebraucht habe, seit ich es erstmals im Jahr 2015 entdeckt habe. Das ist auf jeden Fall etwas, was für sich spricht und ich finde, dass es das absolute Einsteigerprodukt in dem Bereich Heavy Clays ist und wahrscheinlich das Produkt, was man am ehesten benutzt, wenn man zum ersten Mal ein Heavy Clay benutzen möchte. Auch wenn Claymation von vielen als überholt bezeichnet wird, ist es für mich einer der absoluten Klassiker auf diesem Gebiet und gehört auch von der Leistung her immer noch in die Top 5 rein. Deshalb, wenn du noch nie etwas mit der Thematik angefangen hast und du einfach mal einen Heavy Clay ausprobieren möchtest, würde ich dir Hans de Fuco Claymation auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du mehr über das Produkt wissen möchtest, habe ich dazu natürlich auch schon ein separates Video gedreht, was ich gerne hier oben auf dem i verlinken kann. Platz Nummer 4 gehört dem Lockhart's Transcend Wachs Clay. Das ist ein interessanter Hybrid aus Haarwachs und Clay, der auf der einen Seite viel Volumen ermöglicht und auf der anderen Seite trotzdem dieses typische Heavy Clay Finish liefert. Was ich persönlich hier dran interessant finde, ist, dass es relativ leicht anzuwenden ist, also sehr leicht wie ein Haarwachs, aber trotzdem ist es dann eben ein Heavy Clay, was du deutlich in den Haaren spüren kannst. Das Volumen spricht für sich, das matte Finish spricht für sich und ich würde behaupten, auch wenn ich selber kein lichtes Haar habe, dass dieses Produkt hier auch anwendbar ist für Leute, die eher spärliche Haare auf dem Kopf haben. Ja? Von daher ist das hier für alle Haartypen geeignet, ein fantastisches Produkt, das Lockhart's Transcend Wachsclay. Platz Nummer 3 ist dann das mit Abstand cremigste Clay auf dieser Liste, nämlich das Grim Grease Clay bzw. die Grim Grease Clay Pomade. Dieses Produkt hier gibt es in 2 verschiedenen Varianten, die sich, glaube ich, oder so wie ich das verstanden habe, nur von dem Geruch her unterscheiden. Ich habe hier die dunkle OG-Version, die nach Tabak und leichten Karamellnoten riecht, was ich persönlich sehr interessant finde. Das ist ein super cremiges Produkt, was sich in den Händen so anfühlt wie ein leichtes Clay, aber dann trotzdem in der Frisur einen super starken Halt liefert und ein wirklich, wirklich, wirklich geiles Finish. Gehört zu den Produkten mit dem schönsten Finish, die ich überhaupt kenne, einfach weil es so ein schönes, tiefgehendes Schillern liefert und trotzdem auf der anderen Seite irgendwie ziemlich matt ist. Interessanterweise ist die Grim Grease Clay Pomade ein Produkt, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte, was ich persönlich ziemlich schade finde, aber trotzdem der verdiente 3. Platz auf dieser Liste. Platz Nummer 2 gehört wieder einem Lockhart's Produkt und zwar dem Fire and Brimstone Matte Clay. Auch bei dem Matte Clay von Lockhart's gibt es 2 verschiedene Varianten, aber anders als bei Grim Grease gibt es hier tatsächlich einen Unterschied zwischen den, also in den Inhaltsstoffen
getroffen und damit auch in dem Finish und in dem Halt von den Produkten. Das bedeutet, während das normale Lockhart's Matte Clay, wo nicht Fire and Brimstone vorne draufsteht, was nicht in dem rot-schwarzen Design kommt, sondern eher in einem klassischen Pomadendesign, während es da eher einen mittleren Halt und ein leichtes Glänzen beim Finish gibt, was für meinen Frisurtyp und für meine Haardichte nicht so wirklich geeignet ist, ist es hier so, dass das hier wirklich dieses Produkt auf Steroiden ist. Es hat ein wesentlich matteres Finish, es ist wesentlich dichter, es ist wesentlich schwerer und wesentlich schwieriger aufzuwärmen, aber produziert dann in den Haaren einen sehr hohen Halt, ein fantastisches Finish, und seit ich das Produkt letzte Woche bekommen habe, habe ich es jeden Tag in meinen Haaren drin und so auch heute. Ihr könnt sehen, dass es sowohl für leicht durchwuschelte Styles oder für nicht so ganz gestriegelte Styles, als auch für gestriegelte Styles super geeignet ist, und es gehört für mich zu meinen absoluten Top-Produkten, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe. Was mir hier dran auch sehr gut gefällt, ist der Geruch. Das ist nämlich ein leicht rauchiger, leicht süßlicher Aftershave-Geruch, würde ich sagen, der mir persönlich ausgesprochen gut gefällt und der auch relativ intensiv ist, aber nur so intensiv, dass du da hin und wieder mal ein bisschen was von riechst und nicht so, als dass er alles jetzt irgendwie überströmen würde. Gefällt mir persönlich sehr gut und genau, wie gesagt, verdienter Platz Nummer 2, das Lockhart's Matte Clay Fire and Brimstone Edition. Es kann übrigens sehr gut sein, dass ihr dieses Produkt hier nicht immer in den Webshops finden werdet, weil das nämlich nur ein- bis zweimal im Jahr, glaube ich, produziert wird, nämlich zu den kalten Temperaturen, und deshalb vorsichtig sein und am besten, wenn ihr das unbedingt mal probieren wollt, relativ zeitig zuschlagen. Dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1, und wenn du dich schon ein bisschen länger mit meinem Kanal auseinandersetzt, dann wirst du ganz genau wissen, welchem Produkt dieser Platz gehört, denn es ist natürlich Cavalier Clay von Blumann. Dieses Produkt hier ist nicht für jeden Haartyp geeignet, das muss ich ganz vorweg mal sagen. Es funktioniert für meine sehr dichten Haare sehr gut und es ist ursprünglich konzipiert worden für dichtes und oder dicke, widerspenstige Haare. Dennoch habe ich hin und wieder von meinen Zuschauern das Feedback bekommen, dass das hier auch für manche Männer mit eher lichtem Haar funktioniert, aber es kann auch sehr schnell zu schwer sein, weil das nämlich ein sehr, sehr schweres und dichtes und schwierig aufzuwärmendes Produkt ist. Und wenn deine Haarwurzeln beispielsweise nicht so stark sind und nicht so viel Gewicht vertragen, was du selber am besten wissen solltest, dann kann es sehr gut sein, dass dieses Produkt hier zu schwer für dich ist und nicht genügend Halt hat deshalb, weil die Haare einfach sehr schnell auseinanderfallen. Für mich funktioniert es aber perfekt. Es ist mein absolutes Lieblingsprodukt aller Zeiten, was auf jeden Fall daran liegt, dass es einen unfassbar guten Halt für mich bietet und auf der anderen Seite den perfekten Mix aus Glanz bzw. dieser tiefen Texturierung und auf der anderen Seite einem matten Finish. Es ist super auch am zweiten Tag hintereinander anwendbar, wenn man sich die Haare nicht schamponiert, und deshalb ist es einfach für mich das perfekte Haarstyling-Produkt bis dato. Was ich zu der gesamten Liste abschließend noch sagen kann, ist, dass die Produkte von der Performance her alle relativ nahe beieinander liegen. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel gefangen wäre mit einem von diesen Produkten, wäre ich trotzdem super glücklich, was mein Haarstyling angeht, weil sie alle für mich persönlich sehr gut funktionieren und ich jedes dieser Produkte uneingeschränkt empfehlen kann. Was ich aber besonders finde, ist, dass die Produkte alle etwas anderes machen und sich in den Details dann doch irgendwie sehr deutlich voneinander unterscheiden. Und ich hoffe, dass ich euch deshalb eine sehr abwechslungsreiche Liste an Heavy Clays vorstellen konnte, auch wenn die Produktkategorie an sich eigentlich sehr schmal ist und es sehr wenige Produkte gibt, die tatsächlich für mich persönlich sehr gut funktionieren. Ich habe euch alle Links zu den Produkten in die Beschreibung reingesetzt, also wenn euch eines dieser Produkte interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Cavalier Clay gibt es ja beispielsweise in meinem Online-Shop. Wenn ihr das also über mich beziehen wollt, würde mich das sehr freuen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt, abonniert ihn gerne. Hier gibt es regelmäßig Content zum Thema Haarstyling, Bartpflege, Körperpflege, Parfums und so weiter und so fort. Und wenn ihr weitere Haarstyling-Produkte kennt, die ihr sehr gut findet, die ihr benutzt habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare rein. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank von meiner Seite jedenfalls fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.